Hallo Leute, heute zeige ich euch eine Möglichkeit, wie ihr ganze 8% per anno auf eure Bitcoin erhalten könnt. Ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es aktuell den Trend gibt, dass man all seine Bitcoins von den Börsen runterzieht und die auf ein Hardware-Wallet packt. Nach wie vor gilt, not your keys, not your coins oder eben auch not your bitcoins. Trotz allem lege ich kleine Teile meines Vermögens bei solchen Plattformen an, wo ich sage, dass Rendite zu Risikoverhältnis passt und ich kann hier den ein oder anderen Euro dann doch noch verdienen bei einem überschaubaren Risiko. Dazu gehört unter anderem auch die App von FTX, wo ihr FTX Earn nutzen könnt und damit 8% per anno an Zinsen erhaltet. Das nicht nur auf Bitcoin, sondern generell auf Kryptowährungen. Kurz zu FTX. FTX war die Firma, die in der ganzen Krise im Prinzip den ganzen angeschlagenen Firmen ein Angebot unterbreitet hat, dass es die gerne kaufen möchte. Also wenn man so will, ist das einer der Krisengewinner und deswegen schätze ich auch hier zumindest für mich das Risiko etwas geringer ein als bei den ganzen anderen angeschlagenen Börsen. Weitere riesige Vorteile, die es zum Thema Transaktionen gibt, die schauen wir uns auch noch in dem Video an. Also es ist nicht nur so, dass ihr eine ganz gute Rendite erhaltet, sondern es ist auch noch so, dass ihr einen wirklich guten Vorteil habt, wenn ihr darüber eure Transaktionen abwickelt. Aber das schauen wir uns im Detail dann auch noch in diesem Video an. Ich würde sagen, wir wechseln dann jetzt einmal kurz auf mein Smartphone. Aber vorher noch der Hinweis, wenn ihr euch bei FTX noch nicht registriert habt, schaut gerne mal in die Beschreibung, da findet ihr den Registrierungslink. Und mit diesem Link erhaltet ihr einen kleinen Bonus auf eure Trades, sodass ihr ein bisschen weniger Gebühren dort zahlen müsst. So, wir sind jetzt hier einmal in der FTX-App, direkt in meiner Wallet. Der ein oder andere wird die App noch kennen. Die hieß früher mal Blockfolio. Mittlerweile heißt sie etwas anders. Ich packe euch den genauen Link zu dem Store nochmal in die Beschreibung. Das Ganze gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Ihr müsst hier in der App lediglich noch einstellen, dass ihr die Earn-Funktion aktivieren wollt und ab dann erhaltet ihr 8% pro Jahr auf eure Einlagen und das Ganze bei täglicher Ausschüttung. Können uns das Ganze hier mal anschauen. Ich habe hier auch ein paar Euro drauf, die habe ich mal drauf überwiesen. Das geht auch kostenfrei. Also ihr könnt hier auch eure Euros draufpacken und zum Beispiel auch andere Kryptowährungen dann damit kaufen. Aber auch auf die eingezahlten Euro erhaltet ihr die angesprochenen 8%, wie ihr hier oben lesen könnt. Da habe ich insgesamt schon 24 Cent an Zinsen verdient und das, obwohl hier nie mehr als 10 Euro drauf waren. Wenn wir uns das Ganze hier mal für weitere Kryptowährungen anschauen, wir haben ja einmal den Basic Attention Token, da wusste ich auch nicht, wo ich die eigentlich hinmachen soll. Klar, ich kann die auch auf mein Ether Wallet machen, aber ich hatte mir dann überlegt, ja, warum nicht hierhin? Die waren zwischenzeitlich mal bei Celsius, Gott sei Dank habe ich dort alles abgezogen aus einem einfachen Grund, die Renditen wurden bei Celsius immer schlechter und dann gab es ja da schon das Gerücht, also bevor die wirklich dann in die Insolvenz gegangen sind, gab es ja schon Gerüchte darüber, dass das vielleicht passieren könnte. Und das in Kombination mit der schlechten Rendite hat mich dazu veranlasst, das Ganze hier auch auf FTX zu ziehen. Und dort habe ich schon 32,32 BAT verdient, ja, durch das Earn. Das Ganze, also diese 8%, wir klicken hier einmal drauf, die gibt es, soweit ich weiß, bis 10.000 Euro in Kryptowährungen. Hier sehen wir es nochmal, naja, 10.000 Dollar sind es, Krypto und Fiat zusammengerechnet. Also wenn ihr maximal diese 10.000 Dollar in eurer App hier hinterlegt habt, erhaltet ihr 8% und alles darüber hinaus bringt euch noch 5%. Aber da ich eh nicht vorhab, so viel Geld dort zu lassen, passt das für mich und ich kriege eigentlich immer die 8%. Wir können es auch ganz oben hier sehen. Ich habe hier knapp 1.300 Euro drauf und schon insgesamt umgerechnet knappe 17 Euro an Zinsen verdient. Das Gute ist, hier gibt es verschiedenste Einzahlungsmöglichkeiten und um euch das ein bisschen genauer zu erklären, gehen wir hier einmal auf den Bitcoin drauf,
klicken hier einmal auf Einzahlen und dann haben wir hier die Möglichkeit, verschiedenste Netzwerke zu wählen, nämlich einmal Bitcoin, Solana und Binance Chain. Wir können hier also auch den tokenisierten Bitcoin einzahlen, haben dann native Bitcoin im Prinzip hier drauf und können über die dort verfügen und können die dann auch über das Bitcoin-Netzwerk weitersenden. Wir zahlen hier also zum Beispiel tokenisierte Bitcoin ein und zahlen richtige Satoshis im Prinzip aus. Das geht hier auch sehr, sehr gut. Also ist eine coole Möglichkeit, einfach mal das Netzwerk zu wechseln. Und jetzt kommt das Coole zu den Transaktionen. Wenn wir uns jetzt hier mal kurz die Adresse kopieren, einer meiner letzten Auszahlungen, klicken hier mal auf Senden, wählen jetzt hier einfach mal irgendeinen Betrag aus. Ich kann jetzt hier auch mal auf alles senden gehen. Jetzt füge ich hier einmal die Adresse ein, überprüfen und dann steht hier allen Ernstes Network Fee 0 BTC. Also wir zahlen wirklich 0,0 Satoshi für die Auszahlung. Das heißt, wenn wir dort tokenisierte Bitcoin einzahlen, können wir dort echte Bitcoin auszahlen und das Ganze ohne dafür Gebühren zu bezahlen. Also im Prinzip können wir kostenlos das Netzwerk wechseln und echte Satoshis im Prinzip auszahlen. Nebenbei haben wir die coole Rendite von den 8% und können es jederzeit dann im Prinzip kostenlos auf den Ledger überweisen. Ja, das ist auch schon so ziemlich alles, was es hier zu dieser App zu sagen gibt. Wir könnten uns jetzt nochmal genauer den Kaufprozess angucken, aber ich denke, das meiste davon ist selbsterklärend und in dem Video ging es auch mir hauptsächlich darum, euch zu zeigen, wie das mit den 8% funktioniert und wie das mit dem Weitersenden der Transaktion funktioniert, beziehungsweise was ich da für eine Taktik anwende, um auch kostenlos oder relativ kostengünstig mal das Netzwerk zu wechseln. Wenn ihr euch das mal als Beispiel anschaut, wenn ihr zum Beispiel bei Binance eine Auszahlung von Bitcoin macht und ihr nehmt das Binance Chain Netzwerk, ja, also nicht nativ das Bitcoin Netzwerk, ist die Transaktionsgebühr wesentlich geringer. Ihr könntet also von Binance hier auf FTX sehr, sehr günstig auszahlen und könntet dann von FTX native Bitcoin aus dem Bitcoin Netzwerk weiter auf euren Ledger verschieben, hättet damit also im Prinzip Transaktionsgebühren gespart und auch das ist schon eine super coole Funktion und alleine dafür würde ich euch das Ganze schon empfehlen. Ja, was ist jetzt mein Fazit zu dem Thema? Solange ihr keine Unmengen an Coins darauf packt oder Unmengen an Wert, ist es eine coole Möglichkeit, nochmal nebenbei so eine kleine Rendite wenigstens zu verdienen. Dafür kann man das nutzen, zum Beispiel vielleicht auch um seinen steuerlichen Freibetrag in irgendeiner Form auszuschöpfen, der ja 801 Euro beträgt, ohne jetzt hier irgendwelche steuerlichen Sachen beraten zu wollen. Aber so in die Richtung könnte es gehen, informiert euch dann nochmal genauer, aber für sowas könnte man das beispielsweise verwenden. Die Rendite an sich ist wirklich mega aktuell, also ich kenne keine Plattform, die ähnliche Renditen anbietet und kein Scam ist, ja, muss man leider dazu sagen. Und die Sache mit dem kostenlosen Umtausch ist natürlich auch mega, mega cool mit dem Netzwerk wechseln und so weiter. Die Rendite gibt es nicht nur für Bitcoin, auch wenn ich es in Titel geschrieben habe, sondern sogar auch für alle anderen Kryptowährungen. Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, was das für eine Kryptowährung ist. Wichtig ist nur, dass diese dort gelistet ist. Also wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ja, Leute, das war's weit mit dem Video für diesen Samstag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mal zugesehen habt. Jetzt lasst mir doch gerne noch eure Meinung zu dem Thema unten in den Kommentaren da. Was haltet ihr persönlich von der App? Nutzt ihr die schon? Und was haltet ihr davon, Kleinstbeträge vielleicht auch dort darüber zu verschieben oder auch zu investieren? Ich habe es ja schon gesagt, für mich ist das eine coole Option. Sagt mir gerne mal, ob das für euch auch eine Option ist oder ob ihr es vielleicht sogar schon nutzt. Ansonsten freue ich mich wie immer auch über einen Daumen nach oben für das Video. Danke, dass ihr das immer so kräftig macht und damit meinen Kanal unterstützt. Ansonsten denkt auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Denkt wie immer auch an die Jumpcoin-Aktion. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Also macht's gut, Leute. Bis dahin und ciao.